So, da bin ich wieder. Ich wollte Schaufel machen, glaube ich, und halt allgemein Werkzeug. Machen wir es mal so. So. Und dann noch 9 Schaufeln hinterher. Dann passt das. Das haben wir hier noch die alles Kiste, da kommt der Sandstein mit rein. Kommen die Setzlinge mit rein, da kommt die Eisenspitzhacke mit rein, da kommen die drei Äxte mit rein, die wir nicht brauchen. Ja, das kann man erstmal mitnehmen. Aua. Ich habe sogar mehr Spitzhacken gemacht als Schaufeln. Was natürlich eigentlich eher blödsinnig ist. Und wir haben zwei angeschlagene Äxte dabei. Das ist natürlich auch sinnvoll. Ah, naja, was will man machen? So, hier natürlich wieder Sand mitnehmen, Pflichtprogramm. Steht hier oben natürlich sinnvollerweise auch noch ein Baum rum. Auch eher suboptimal. Naja, aber kann ich jetzt auch nicht verändern. Das ist erstmal so gewachsen. So. Sei so solide. Ah, vielleicht. Keine Ahnung. So. Es kommt schon langsam, dass ich hier einen Einschnitt mache, einen deutlicheren. Ist aber nicht so schlimm. Denke ich jetzt mal. Denn ja, passt schon. Es ist eine sehr gelungene. Ist nicht so schlimm, denn ich denke, passt schon. Ach, jetzt auch bloß ein bisschen Sperre. Was ist denn das für ein Berg hier? Ich glaube, die unterste Schicht ist jetzt überall Stein. Oh Mann. Es wird wieder allmählich dunkel. Ich glaube, es ist egal, wie spät man da runter geht zum Schlafen. Es kommt einfach immer die Meldung.
You can only sleep at night. Bin ich fast sicher. So. Hier sind überhaupt Sandlöcher. So. Jetzt gehe ich wieder runter. Sie nennen das quasi auch überhaupt kein bisschen mehr. Also, ich verstehe das definitiv nicht. Ich wüsste echt gerne, nach welcher Logik man schläft und nach welcher Logik man nicht schlafen kann. So. Ja, auf jeden Fall haben wir zum Beispiel immerhin ein paar großen. Das ist doch auch mal ein Anfang. So. Jede Menge Erde. Ich kann hier erstmal die Schaufel noch am Sand machen. Der muss bei eh weg. Das heißt, er könnte auch liegen bleiben, aber ich will den Sand hier. Lieber gleich in Kisten einladen. Also sonst kommst du nirgends so also unauffällig am Sand. Und deswegen denke ich, ist das ganz praktisch, wenn man den gleich an der Stelle mit dem Rohr ihn eh nicht brauchen kann. Erleichtert sehr viel. Sag ich jetzt mal. So. Jetzt hier jeden Stein bekommen. Und ich weiß wirklich noch nicht, wie lange ich dieses Ganze hier machen soll. Nicht wirklich, wie ich das dann in die Landschaft integriere. Das werden wir dann alles noch sehen. Aber wir haben noch eine Spitze. So, jetzt ist hier erstmal wieder erdreich. Dabei wird die Schaufel auch noch kaputt gehen. Das ist nicht gut geklappt. Oh, das steckt mit irgendeinem Hals. Das ist unangenehm. So, mache ich das jetzt geschicktest. Sagt, viel fehlt ja jetzt nicht mehr, ich würde aber sagen. Ich gehe hier oben auf die Erdschicht. Wow. Das war umwerfend. Oder etwas tiefer setzen kann ich auch.
damit wir nicht so viel abgraben müssen. Muss man auch überlegen, was für Ornamente von den Seiten wir da reinziehen. Ich bin immer noch überlegen, wie lange ich die Anlage machen will. Letztendlich. Ich muss Sachen wegbringen. Ich habe zu viel Zeug dabei. Oh, nicht mal falsch angeklickt. Weil ich weich gelandet bin. Also. Warte mal, was war hier? Hier ist die Sandkiste. Die Erde kommt in die Erdkiste. Das war anscheinend die hier. Deswegen kommt hier mal die alles andere einfach mal raus. Was jetzt wohl nicht Stein und Erde ist. Also wir müssen eine kleine Grundordnung haben. Hier oben kommt dann einfach mal alles rein. Also Kohle, Wolle, Setzlinge. Also einfach wirklich mal alles. Und da hat einfach mal das Lied aufgehört, mitten im Song. Auch gut. Schön. Ah, der Cobblestone ist aus. Schön. Gut, dann kann hier jetzt zum Beispiel die Kohle rein. Die Wolle kommt da rein. Die Steintreppen könnten ja ich auch erstmal rein. Die brauchen wir jetzt noch erstmal nicht. Das lassen wir mal da. Hier kommt die Erde erstmal wieder ganz raus. Die kommt auch jetzt in die andere Kiste rein. So geht umsortieren. Ah, genau. Das. Ich packe dann ja auch gleich mal alles um. Was definitiv in die anderen Kisten gehört. Zum Beispiel das Holz gehört hier nicht rein. Gravel gehört hier auch nicht rein. So, und der Cobblestone gehört natürlich auch eigentlich unten in die Kiste rein. Deswegen kommt der hier jetzt auch erstmal raus. Nee. So. Ist zum Glück nicht nervig. So. Ich hoffe mal, die Kiste reicht, aber ich gehe jetzt eigentlich schon mal davon aus, ehrlich gesagt. Ah, der Gitter ist ja eh schon. Passt es eh schon. Genau, und jetzt hier noch den restlichen davon nehmen. Wow. Das ist richtig beeindruckend. Die Stufen und dann passt das erstmal. So, dann machen wir jetzt noch ein paar Schaufeln. 4 Stück.